Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Wir sind hier im Ätherparadies angelangt. Wir sollen hier die Präsidentin suchen, die hier irgendwo in der Schutzzone sein soll. Keine Ahnung wo, und die versperren wir mal schon mal spielen. Den Weg, ist das nicht schön? Also, wir schauen mal hier ganz kurz hier mal uns um. Sprechen aber nicht mit jedem, also auf jeden Fall muss ich irgendwo hin. So viel sagt man auf jeden Fall die Karte auch. Ja, mal schauen. Der letzte Mal ist ja ein bisschen her. Kam jetzt momentan nicht unbedingt zum Aufnehmen. Aber die City kam ja ganz am Anfang, beziehungsweise das Ätherparadies. Da war ja ganz am Anfang die Lilly mit ihrem Wölkchen. Oh, da ist doch jemand. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Das ist wahrscheinlich die Präsidentin, würde ich jetzt mal stark tippen, oder? Jo, so sieht es aus. Philipp und Tali, ich heiße im Ätherparadies willkommen, der Privatinsel der Ether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in der Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus Fernwelten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst. Präsidentin solch einer großen Organisation. Und das, obwohl du noch so jung bist. Nicht total mir so schmeicheln. Da verzeihe ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Was? Guter Witz. Die sieht ja echt nicht so aus. Und der Ernst jetzt? Ihr seid doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne bei meinem Einkaufsbummelbüro beraten. Ich weiß nicht. Das sieht schon ziemlich, wie soll ich sagen, speziell. Lilly geht das sicher total, aber mir? Jetzt machen wir mal keine Sorgen, überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Naja, nicht unbedingt, ne? Was geht hier jetzt ab? Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Okay, wir müssen wahrscheinlich jetzt zum Untergeschoss, würde ich jetzt mal tippen. Oh je, was ist das? Du, kommst du aus einer anderen Welt? Was haben wir uns da sehr vorsichtig? Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Muss man dagegen jetzt kämpfen? Ja, muss man. Okay. Nächstes Pokémon habe ich jetzt vorne. Gut, ein Fragezeichen. Okay, seine Verteidigung stark. Okay, ich habe doch Gott so vorne. Level 27. Machen wir mal Knochenbumerang. Giftschock. Gift-Pokémon oder wie? Ja. Kann man das fangen? Ich glaube nicht, oder? Also wenn wir neu. Wenn wir jetzt neu, wenn das jetzt gehen würde. Nee, okay. Ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was. In der Schutzzone dafür dürfen wir keine Bälle geschmissen werden. Seewelle? Jo. Die geht mal so eben down. Bestienboost.
Was habe ich jetzt gesagt? Boden war effektiv, ne? Der greift aber nicht physisch an. Bei Gift ist Aaron gut. Vor allem Level 30. Machen wir den Psychstrahl. Bin auch noch schneller. Ja. Sehr effektiv. Ein Volltreffer und down. Aber einer musste schon das zeitliche segnen mal wieder. Liebe Kösti. Ist verschwunden. Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Hä? Was meinst du damit? Was ich eben gesehen habe, war eine Ultrabestie. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch eine Ultrapforte zu uns schließ. Es muss verängstigend gewesen sein. Immerhin wurde es ohne Vorwarnung unsere ihm völlig unbekannte Welt gebracht. Ich muss ihm helfen. Ihm mit bedingungsloser Liebe begegnen. Ihr beiden, ich danke euch. Was hat die für einen Knall? Kurzum, was hat die für einen Knall? Ja. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste einig auf Inselwasserschaft sind, richtig? Bring sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohlauf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Etapfolgerin in der Lage ist, auch Ultrabestien in ihre Obhut zu nehmen. Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Ja, bitte. Wir wollen ja die nächsten Prüfungen nicht bestehen. Einmal runter, bitte. Auf zur nächsten Insel. Also Gift-Psycho konnte es nicht sein, aber Gift-Pokémon. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultrapforte sehen würde. Das muss ich unbedingt Professor Bullet erzählen. Ja, dieser Unfall oder wie man es nennen will, mir fehlen leider die Worte. Aber ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Malsada und eine TM? Okay, was für eine? Ein maximales Sada! Okay! Findet ihr nicht auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilen kann. Ach ja, Philipp, das ist für die Idee. Das ist unsicher Chinese? What the fuck? Oh, Alter, what? Oh, wie geil. Danke dafür. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf eurer Inselwanderschaft. Alter, kriegst du schon die Psychokinese? Das hoffen wir auch. Vielen Dank. Auf zur nächsten Insel. Puh. Was hat der denn gedacht, dass es sie nicht gibt? Was uns da erwartet? Die Prüfungen. Die nächsten Prüfungen. Ja, hau rein. Wo ist eigentlich Lilly und der Professor? Die kommen nicht mit. Bin ich den beiden endlich mal los? Wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt mal stark tippen. Bip, bip. Jong. Ach, die große Insel dort. Ula, Ula. Ja gut, groß sieht die auch nicht aus. Groß sieht ja auch nicht aus, aber wir sind schon in der dritten Insel von 4. Also die Hälfte hat man doch schon, oder? Oh, schöner Turm. Schöne Pelipper. Die zu dem Turm fliegen. Hält mich auch wieder so ein bisschen an einen Fest da. Was? Husa? Was stand da jetzt? Da wären wir und diesmal ganz ohne Stolpern. Man muss nicht so schnell wegklicken manchmal. Ja, aber nur manchmal. Ula Ula sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Weißt du was, Philipp? Holen wir unsere Pokémon raus und kämpfen. Oh, komm schon, gerne.
Unsere Pokémon sollen schließlich auch die frische Luft von Ulalula schnuppern dürfen. Na komm, das wird ihnen bestimmt gut tun. Ja, danke, dass du mich wenigstens heilst. So, hol dein Pikachu raus. Oder dein Raichu, falls du schon dein hast. Ja, und dann geht's ab hier. Kriegst du eh deine nächste Niederlage. Ja, drei Puck. Der hat schon einen Raichu, scheiße. Ein Hola-Raichu. Ich will auch. Aber ich brauche den Donnerblitz. Boah, weil 28. Oh, ich bin level, ganz klar unterlevelt. Der kann jetzt Psychokinese. Yo. Alles klar. Alles klar. Na gut, Gersi, du bist unterlevelt. Das geht gar nicht. Da müssen wir was dran arbeiten. So. Aber da können wir auch was gegen abmachen. Boah. Das war viel. Ich bleib beim Biss. Ein Ruckzocki. Oh, niedlich. Biss. Aber das reizt schon nicht ganz down. Okay, das ist Wunderbärchen. Da kann ich kurz hier, kannst du beheimen, weil du brauchst die Erfahrungspunkte. Elektroball. Uha. Der dreht mir zu sehr auf. Scheiße. Das war's mit Lars. Okay, das reizt hat's in sich. Also, ich bin mit jedem Pokémon fast langsamer, außer mit Aaron. Elektroball ist heftig. Ein Psychstrahl, bitte. Alter, du bist schneller als ein Simsala. Das heißt einiges. Ich glaube, ich muss mal wieder leveln. Oh, das süße Raichu ist down. 31. Genesung, bitte doch. Mach den scheiß Aussetzer weg. Also eine Genesung nehme ich dankend an. So, für Kirsti waren das, wie gesagt, wichtige Erfahrungspunkte. Auch um sich zu entwickeln. Ne, du kannst mal weiter. Das ist doch kein Unlicht, oder? Nein, das ist noch kein Unlicht. Boah, aber es kann schon eine ordentliche Attacke. Kann das Ruckzuckieb? Oder eine andere Prioritätsattacke? Nein, okay. Klar, ich hätte jetzt auch den Stan rausholen können. Aber Aaron macht das schon. Aber Gettung reicht auch Level Kreideschrei. Nein. Nein. Auch wenn es mir was helfen würde. Fully Purpa. Da hilft Mama gerne und weiter. Ich glaube, Fully Purpa ist sogar noch physisch ausgelegt. Also machen wir eine Schnabelkanone. So, heißer Schnabel. Rucksackhieb! Physisch! Verbrennung, oder? Jawohl. Schnabelkanone! Reicht auch nicht. Okay. Holen wir ihn runter mit dem Pflücker. Gigasauger! Hilft nicht viel. Ist eh gleich down. Okay, der ist schon mal stärker jetzt geworden. Ja. Ja, der ist schon mal stärker geworden. Gerade das reicht schon mal nicht ohne. Also das reicht schon mal nicht ohne. Elektro-Psycho, geile Kombo einfach. Elektroball. Oh, was für ein atemberaubender Kampf. Jetzt muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Als nächstes gehst du zu Professor Kukui. Er war der Mahile Ziergarten auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir ja wohl bald heraus. Okay, der war jetzt schon nicht so ganz ohne. Wir sind auf Ulaula angekommen. Es ruft nach einem neuen Insel-Pokédex. Ich bin schon gespannt, auf welche Pokémon du hier treffen wirst. Okay. Geil, hast du mich natürlich jetzt nicht. Doch! Okay, Gersi, du bist 6 Level drunter, ey. Und Lars auch. Euch beiden, das ist ja schon fast Pflicht zu trainieren. Okay. Weil der war jetzt auch schon auf meinem Niveau. Nicht so ganz witzig.
So, von da sind wir gekommen, von rechts. Würde ich erstmal stark tippen, oder? Ja, das sieht man nach dem Garten aus. Das sieht man nach dem Corazon aus. Hier kann man runtergehen. Okay, ja, von hier sind wir gekommen. Und dann gehen wir weiter. Hier hinten. Was haben wir denn hier? Beziehungsweise, wen treffen wir gleich hier? Da oben ist jetzt hier Garten. Da möchte ich aber links noch gar nicht. Und das ist Lilly. Hallo Philipp, schön dich zu sehen. Aber sollst du dich nicht eigentlich im Ballade-Zickern mit Professor Kukui treffen? Oh, warum immer hier treffen? Ich dachte, die sind wir mal los. Nein, sind wir wohl immer noch nicht. Der Marie-Ziergarten. Im Marie-Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du sollst den Rest der Umgebung ab. Ja, bloß, dass du, damit du nicht so viel Arbeit hast, oder? Okay, Brücke abgearbeitet. Okay. Deine Schaltkreise sind überfordert. Okay. Meine auch. Ich wollte gerade sagen, das könnte das Teehaus sein. Trainer! Trainer! Yes! Ja, Zeit für ein Erinnerungsfoto. Nein, keine Fotos. Wir wollen leveln und trainieren. Ein Urlauber. Ein Stability Guard. Ah, von Typ normal. Okay, das ist eigentlich köstlich gut bestellt. Nicht. Gerade nicht mit einem deutlich schlechteren Level. Wie krass Furie kommt. Mit 6 KP. Boah, tut ja jetzt schon weh. 4, komm, mach 5 mal. Nein, okay. Genau, ein Bumerang. Alter, der Schaden ist niedlich. Die Betonung liegt aber wirklich auf niedlich. Komm, Aaron, los. Kirsty muss sich entwickeln, wir haben Nacht. Wir haben noch Nacht. Bist du ein scheiß Nobilikat, ey. Ah, ich muss dir doch die Psychokinese geben. Wäre von Vorteil. Dann kann hier Aaron noch mehr rocken. Jawoll. Und jawoll. Keine für Pikachu, das ist richtig. Knogger. Es kommt drauf an. Ah, das normale. Okay, das jetzt beides nicht normal sein können. Ein Psych gerade in your face, bitte. Ja. Nein, es geht noch. Ey, es sieht so aus, wenn es down ist. Alter Schwede. Sind meine Pokémon so schlecht oder was? Habe ich teilweise das Gefühl. Weil die gehen mir zu oft drauf. Vor allem, die verlieren auch viel. So, Mogel, Hebe und Tschüss. Ja. So, auch Lars erreicht ein Level Up. Deine Psychokinese hätte gereicht. Das ist halt der Unterschied. Oder mir fehlen einfach noch die guten Attacken. Gerade bei Pikachu fehlen auf jeden Fall die guten Attacken noch. Mit dem Donnerblitz. Aber ich verschwende hier eigentlich so ein bisschen... Wo da hinten gibt es doch hier Dings. Das Pokémon Center, aber nein, ich wollte ja die TM machen. Die Psychokinese. Ja. So.